Dankeschön. Oder so machen wir den Schleichwerbung. Okay, dankeschön. Was geht hier los jetzt? Was geht los hier? Weiß du, was Bel Campo in Pool 3? Last Game of All Pools. Ha, oha. Ja, echt alles schon durch, ja? Ich glaube, soweit ist alles durch. Alles klar, ich mache hier ein bisschen Tür zu. Ey Leute, was geht ab hier? Ich bin Skirten die Skirten. Mein Name ist Cruel die Mool. Und ich bin Scrooty. Scrooty. Bel Campo was by sell. Okay, Digga, guck mal, gerade Platz genommen und das geht schon richtig ab hier. Ja. Heißt ja schon auf 100%. Scary, scary. Oh, Mashen, Junge. Oh, ja, zu wenig gemacht. Kein Mario Party Mash. Wer da rausgekommen, meinst du? Ja, natürlich. Ja? Hier. Ey, pass auf, was sagst du? Okay. Okay, okay. Bel Campo hier mit. Das ist ein Stop-Lied. Das ist ein guter Lied. Aber geht der kann. Nicht viel zu sagen. Dose fliegt am Handy. Sag mal, wie steht's denn jetzt hier eigentlich gerade in diesem Pool? Ist das irgendwie, macht das noch groß was aus jetzt hier, dieses Match? Ich glaube nicht. Nicht? Okay. Gleiche wird weiter sein wahrscheinlich. Mhm. Oh, oh, schön. Das Spike. Ey, verhext. Chips, Kohl. Das schmeckt. Okay. Ja, fast. Na, no, nicht even, aber. Even nicht, ne? Aber ist alles auf jeden Fall machbar. Guck mal, jetzt hier eine fiese Dosen-Kombo und dann geht das alles schon wieder. Bisschen muss man wieder Twitter fittern. Twitter. Ja, guck mal hier. Ja, okay. Erstmal schön Farbe. Farbe. Kopf. Ein blauer Hund. Sag mal, wie ist das eigentlich bei Inkling, mit, wenn du richtig blau bist? Wie viel mehr Schaden macht er dann? Oder? Das weiß ich nicht. Gibt es auch mehr Knockback und so? Ich verstehe den Schaden nicht. Wie ist so mal der blaue Hund? Scooby-Doo. Nee, der ist nicht blau. Blues Clues. Blues Clues. Ja, Blues Clues. Oh, das war's. Ja. Schön gemacht von Bel Campo. Bel Campo und Beigel hier auf letzter Stock. Das ist doch, ja, okay. Das könnte schon sehr spannend werden. Das könnte schon, ist schon sehr spannend. Ja, ist sehr spannend. Ja. Sehr spannend. Aber Bel Campo hier. Ja, ein hoher Prozentage. Und jetzt hier. Okay, ja, wie wird sich wieder ins Neutral? Wie wird sich beißen den Stock holen? Oh shit, oh shit. Okay, nicer Grab. Ja. Ja. Oh, der macht hier was auf jeden Fall. Gute Prozente. Mhm. Wichtig. Schwierig jetzt für Beißel auf jeden Fall. Auch wenn das jetzt nicht großartig einen Unterschied macht, ne? Aber wenn Bel Campo das Ding jetzt holt gegen Beißel, das ist auf jeden Fall schon ein Upset. Schon, ja. Ich glaube, Beißel ist Gesamt-Tourney Second Seed. Mhm. Nach SDN. Schon Delayed Frisbee into Up Air. Hallo Twitter. Twitter, wir sind da. Twitter, wir sind auch da. Ja. Ja. Okay. Das könnte jetzt spannend werden, ne? Ja, das gucken, ob also Beißel hat eigentlich gefühlt gar keine Nerven. Das heißt, den juckt gar nicht. Mhm. Ist jetzt nur die Frage, ob Bel Campo die Nerven behält. Ja, ich würde sagen, das ist immer noch sehr scary gerade. Weil Bel Campo würde den Sack natürlich jetzt zumachen und Beißel weiß das, bleibt entsprechend entspannt. Ist halt schwierig, ne? Mit Inkling, also Up-Throw, Up-Air kannst du nicht mehr machen, glaube ich. Ja. Ist nicht mehr true. Also wenn, dann muss ihn einmal mies wegrollern. Ja, rollern oder irgendwie irgendwas aufs Schild mit Upsmash punishen oder sowas, weißt du? Ja, ist schon am Rollern. Boah, aber guck mal hier, Beißel kommt schon wieder zurück hier. Es wird schon wieder gefährlich. Ja, ja. Oh, den Throw gecancelt mit der Side B, aber okay, jetzt hier offstage. Oh, schöner Air-Dodge. Oh. F-Smash. Einmal Plätze getauscht und nochmal Plätze getauscht. Oh, und jetzt das Offstage gehen. Bel Campo auch wirklich aggressiv immer Offstage. Schöner Downtilt. Das war's aber noch nicht. Geht einfach nicht. Ey. Das ist schade für Bel Campo. Oh. Okay. Sehr hohe Prozent. Ja, okay, ja, die Bel Campo wird es sein. Das wird es sein. Das wird sein, ja. Boah, Digga, da geht auf jeden Fall die Pumpe gerade bei Bel Campo. Kann ich dir sagen. Vielleicht ist es ja für ihn wichtig, um Zweiter zu werden im Pool. Ja. Das kann auch sein. Könnte auch sein. Könnte auch sein. Hey, was geht ab, Leute? Was geht ab? Nicht ganz so scharf gestellt heute, aber wir sind trotzdem am Start. Wir sind heute auch ein bisschen dizzy unterwegs, deswegen ist okay. Yes, Mann. Wenig Schlaf. Es geht ja immer früh los hier. Jojo. Aber schon okay. Früh los und passt schon. Mhm. Okay. Moin, ja, das sieht doch gut aus. Das sieht doch top aus. Leute, wie geht's euch? Schreibt mal im Chat hier. Sehen wir den Chat eigentlich irgendwo hier? Ich mach Chat sonst mal auf hier. Ja, mach mal auf. Komm, ein bisschen interagieren, Leute. Ey, lass mal ein bisschen. Ey, Leute, lass mal interagieren. Second Game. Game 2 mit der Stage von Bilex Weigel auf Hollow Bastion. Das ist aber eine gute Stage für Inkling. Sagst du? Ja, Up-Air. Ja, okay. Up-Air. Interessant, aber ich glaube, Beißel ist das, was so Stages angeht und so. Eigentlich spielt er eher gern so ohne Plattform.
Ist das so? Ja, ja. Ich dachte, das ist immer so relativ egal. Nee, 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 der spielt gerne so FD und Carlos und sowas. Aber okay. Ich glaube mehr so FD. Okay, wer ist denn hier so im Chat unterwegs? Ponomanus. Okay. Boah, fieser Glurak hier reingepostet. Das war ja auch gerade ein Set, Alter. Ja, hab ich's nur gesehen. Last Hit Situation gewesen. Okay, guter Fortschritt bei Beißel. Ja, Frisbee Back, ja, und es killt. Schönes Ding und das killt. Es killt. Und diesmal sieht das alles schon wieder ganz anders aus. Hier ist doch nicht viel Weiche. Diese Farbe auf dem Kopf. Farbe auf dem Kopf. Diese Offstage-Geschichte. Bombe. Intonär, aber nicht so ganz connected. Weiß nicht, die Prozente mit, ne? Nimmt sie mit. Der nimmt ja die mit. Oh. Was, echt, irgendwie sieht nicht einfach aus für ihn. Ja, aber nee, echt das gar nicht. Doch gemacht gerade. Oh. Oh, was ist denn der? Oh, oh, der Two-Frame saß nicht, aber der. Fiese mehr. Der. Okay. Aus der Situation. Ja, weiß ich halt so einen heftigen Lead Guard. Oh. Und da war er ein bisschen zu gierig. Reverse geklatscht. Aber ist okay, man kann auch ein bisschen gierig sein mit so einem Lead. Ja. Kann man schon mal machen. Kann man schon machen. Ja. Oh, und gefährlich. Oh. Schöne die Ei. Gott, like die Ei. Dose ist vorne. Dose. Gunman ist draußen. Dose ist wieder draußen. Mhm. Na, jetzt geht's weiter. Schauen, was jetzt passiert. F-Schnell und Dose knallt gegen Dose. Kopf. Oh, der Gunman unten. Gecovert mit Dose. Hast du gesehen? Ja, das verstehst du das? Verstehe das. Gut, gut. Geht. Danke dir, Herr Anfrager. Okay. Boah, das sieht ganz schlecht aus mit der Gambo gerade. Oh, ich hab schon wieder Twitter gesehen hier. Ja. Ja. Yeah. Ich meine, X. So dumm. Oh. Ja, da kommt man hin. Aber guck mal, wie gierig der Bekampo ist. Aber er muss ja jetzt auch irgendwie was machen, ne? Naja. Jetzt irgendwie so ein Cheese-Stock nochmal abziehen, das wäre schon auch was gewesen. Mhm. Okay. Ne? Also, Plan geht noch nicht so ganz auf hier. Aber ein bisschen kommt wieder. Also, auf jeden Fall dreht er nochmal ein bisschen auf hier. Mhm. Ist noch nicht aufgegeben, das Ding. Nee, konnte nicht schnell laufen, der Hund war Farbe auf Boden. Oh ja, schöner Air-Dodge-Reach. Ja, war schwieriger Air-Dodge gewesen, aber auch vielleicht hat er da auf die Back-Air oder sowas spekuliert. Aber Never know. Never know. Und es bleibt weiterhin Inkling vs. Duckhand. Bleibt weiterhin spannend. Okay. Watch out. 1-1, ja? 1-1. Also entsprechend spannend jetzt, wie wir hier einsteigen. Sehen uns auf Smell Bottlefield. Smell Goy. Hey. Outwatchen. Hey. Oh. Quellig. Oh mein Gott. Einfach schön recovered vom Beidel, Digga. Einfach angepinselt in der Luft. Das war ganz schön gefährlich gerade für Beige. Ja. Aber ja, er macht das gut mit der Recovery. Ne? Kann man nicht anders zeigen. Mm. Bombe rettet. Nee. Zumindest vor einem noch härteren. Junge Mesh. Oh, und die Bombe schon wieder. Das wäre es vielleicht sogar gewesen richtiger sonst. Richtiger Blues Clues. Oh, Blues Clues. Blues Clues. Grab, keiner Grab. Beide haben Baby, du. Beide haben ein bisschen Angst. Respekt. Farbe ins Gesicht, Farbe. Voreinander. Boah, aber das ist jetzt auch wirklich... Erdogs runter einfach. Was? Back der Dose, tschüss. Okay. Mhm. Okay, das war crazy. Wichtiger Stocking für Belcampo, Digga. Wenn er das macht, das ist auf jeden Fall ein heftiges Set, das er nochmal holt hier. Ja, schon. Kann man nicht anders sagen. Also, es ist wirklich sehr spannend. Das ist sehr spannend. Okay, aber Beißel lässt sich nicht aus der Ruhe bringen, Digga. Dann macht hier sein Ding weiter. Bleibt schön auf Distanz. Ja. Und da kommen die Grabs rein und Follow-up-Kombos, ja, ist okay. Percentage geht rein langsam. Und Beißel muss ja jetzt mal den Kill holen. Ja, Krass, die Eye von der Kombo. Yup. Oh, ja. Crispy eine Hätte. Das war Crispy to Back, ja, ne? Ja. Ja, wenn die da so liegt, ne? Die das liegt ist doch einfach, echt ja. Fies. Und auf Kommando macht der Brrrr. Das ist schon echt heftig, ja. Kann man nicht anders sehen. Ab. Dann geht's ab. Und dann geht's ab. Okay, richtig Punkt. Okay, Frisbee. Okay, jetzt kommt hier. Und die ersten Kombos, ja. Kann sich nicht schnell bewegen, weil Farbe auf Boden.
Guck mal, die Percentage, Digga, das ist so. Das ist wieder even einfach. Ja. Weißt du? Das war echt so ein Combo einfach. Ja, ja, ja. Oh, das war knapp. Hey, ich dachte, da. Oh mein Gott, Digga. Alter. Das war ganz scary. Das war ganz scary. Das kann ich gar nicht folgen. Das war's. Ja, schon Becke. Sehr. Naja, ja, war schon 100%. Ja, Digga. War auch schon. Lecker. Kriegt der ihn jetzt. Das sollte. Nee, aber zu weit aufzählen. Okay. Digga, perfekt. Und jetzt baut er den Lead aus hier. Belcampo natürlich jetzt ein bisschen. Er spürt die Pressure so. Ne? Da muss jetzt was kommen. Ja, aber Beißel lässt sich nicht aus der Ruhe bringen. Langsam baut er seine. Kann er das Prozente ausnutzen? Auf. Kann er das ausnutzen? Okay, scary. Wollt ihr ihn da wegschießen oder so vielleicht? Ich weiß nicht ganz. Der Backthrow. Kann er mal wegwerfen. Last Dog. Das ist kein Riesenlied. Nee, das geht schnell. Und guck mal hier. Er hat die Combo gedroppt. Er hat die gedroppt, ne? Was wollte er eigentlich machen? Up-Air oder? Scary. Up-Air, Back-Air. Näher, irgendwie so ein Ding ist das. Aha. Boah, das ist nochmal richtig spannend jetzt hier. Ja. Also beide werden wahrscheinlich nochmal hohe Prozente bekommen. Ja. Es sei denn, Beißer dreht das hier richtig auf. Okay. Gunman sagt, nein, lass ihn in Ruhe. Okay, der Air-Dodge. Schwieriger Air-Dodge. Muss er aufpassen mit. Jetzt auch schon hier auf 140% und der Edge-Guard. Schön gemacht von Belcampo. Und wieder drin und neutral. Central Stage jetzt für ihn. Mit dem letzten Schnabel hat ihn einmal weggekillt. Ja. Weggekillt. Ja. Schnabel. Ja. Schnapp. Schön eingefangen da oben. Ja. Da hat er gemerkt, der springt ihm da zu viel. Mhm. Fies eingefangen. Ja, das war ein gutes Set. War ein gutes Set, kann man nicht anders sagen. War auch ein bisschen. Nochmal spannend, ne? 1-1 und dann nochmal hier Last Stock und so. Ja. War spannend geworden, muss ich sagen. Das war schon spannend. Ey Leute, was sagt ihr? Schreibt mal alle spannend in den Chat. Spannend. Wenn ihr das auch spannend fandet. Spannend. Ich glaube, das war wirklich tatsächlich das letzte Game of Pools. So sieht's aus. Und dann geht's mit Top 8 gleich weiter. Ich glaube, erstmal ist eine kurze Pause. Ja, aber danach geht's mit Top 8 weiter. Danach geht's dann weiter. Wen haben wir denn so in der Top 8? Mich. Dich. Ja, wer ist im Top 8? Weißel. Ich. Fuigulo. Fuigulo. SDN. SDN. I guess. Ian. Ian ist weiter? Hat gerade aber Set verloren, oder? Gegen. Achso, weiß ich das nicht. Gegen Justin. Justin? Hat er verloren? Gegen Zephyr. Ja, ich glaube, es war Last Hit, Digga. Mm. Ich glaube, das hat er verloren. Mm. Ian hat es verloren. Ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie entscheidend war.